Willkommen zu einem weiteren Deckprofile, und zwar dieses Mal zum Raccoon Deck, einen der besten Deckarten, die ich persönlich so besitze. Und ja, Raccoons sind im Prinzip Waschbären und das sieht doch erstmal recht schwach aus. Wenn man aber sich das Thema näher anschaut, merkt man, dass es verdammt krass stark ist. Und wie genau man das macht, das will ich euch heute erklären. Ich würde sagen, wir machen es wie immer, wir gehen erstmal die Karten durch, die im Deck drin sind, dann noch die Effekte und dann einige Kombis. Wir haben wieder 40 Karten Main Deck und davon sind 17 Karten Monster, nämlich zweimal der Kaios der Schattenmonarch, einmal Donnerkönig Raio, einmal Baumotter, einmal Aufziehkätzchen, dreimal Waschbärbaby Pompoko, einmal Elefon, dreimal Kalamantosa, mystisches Ungeheuer des Waldes, einmal Ryoko, lichtgeflechteter Jäger, einmal Meereskoala, dreimal Waschbärbaby Tantan und einmal Effektverschleierin, dann 8 Zauberkarten, nämlich einmal Schwarzes Loch, dreimal Hundeschule, dreimal mystischer Raumtaifun und einmal Buch des Mondes und noch 15 Fallenkarten, nämlich dreimal Horn des Phantomungeheuers, einmal bodenlose Fallgrube, einmal Spiegelkraft, zweimal Ausbruchswiedergeburt, einmal reißende Pirut, zweimal Dimensionsgefängnis, einmal Zwangsevakuierungsgerät, dreimal teuflische Kette und einmal ernste Mahnung. Man sieht schon, da sind viele Fallen drin. So, Kaios der Schattenmonarch, warum ist das drin? Ganz einfach, man braucht nur ein Tribut. Man hat oft viele Monster draus, die man als Massenbeschwörungen bekommt durch die ganzen Waschbären. Und manchmal auch so ein paar Abfallprodukte, die man vielleicht gar nicht unbedingt haben wollte. Wenn man zum Beispiel zwei Sachen zusammen X-Siehst und dann noch ein drittes liegen hat, dann kann man das einfach als Tribut anbieten, denn Kaios braucht ja nur ein Tribut. Und mit Kaios könnt ihr dann wirklich ein Monster vom Gegner wählen, verbanne das gewählte Ziel. Und falls ihr das tust, füge dem Gegner 1000 Schaden zu, falls es ein finsternes Monster war, kann ja sein. Aber vor allem kann man damit halt wirklich eine gefährliche vom Gegner komplett aus dem Spiel verbannen. Und die kommt dann auch meistens nicht wieder. Dementsprechend ist Kaios der Schattenmonarch einer der besten Monarchen und auch wird auch in vielen anderen Decks gespielt. Hier zweimal, weil der absolut Sinn macht. Dann haben wir Donnerkönig Raio, der einen sehr guten Effekt hat, ist auf 1 limitiert. Kein Spieler kann seine Hand Karten von seinem Deck hinzufügen, außer durch Ziehen. Während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, wenn der Gegner genau ein Monster auf als Spezialbeschwörung beschwören würde, du kannst diese offene Karte auf das Spielfeld legen, auf den Friedhof legen, annulliere die Spezialbeschwörung, falls du dies tust, zerstöre es. Damit kann man viele Gegner total lahmlegen oder ja schwächen, weil sie sich dann erstens nichts gescheite Hand hinzufügen können und wenn sie was wirklich Gefährliches beschwören, dann kann man einfach mit Donnerkönig Raio tauschen. Und das ist ziemlich böse für den Gegner, wenn er halt nur starke Monster spezialbeschwören kann, dann macht er schon sehr viel Verlust. Weil sonst kommt er an Raio nicht vorbei. Und es mag schon Duelle gegeben haben, wo Donnerkönig Raio wirklich entschieden hat. Dementsprechend ist das eine geile Karte. Und gehört auch schon hier rein, weil es sich hier einfach sehr gut anbietet. Dann haben wir den Baumotter, der hier eher als Material für Xyz gedacht ist oder als Zielprodukt für die Hundeschule. Hat aber auch einen schönen Effekt. Einmal pro Spielzug, falls du ein anderes Wurf des Monsters von dem Ungeheuer kontrollierst, kannst du ein Wurf des Monsters, das du kontrollierst, bis zur Endphase 1000 ATK erhalten lassen. Damit kann man auch schön seine Spielmarken stärken. Wie das funktioniert mit dem Sandayu und den Spielmarken erkläre ich später. So, Aufziehkätzchen. Eigentlich genau dasselbe. Ist für die Hundeschule gedacht. Auch Stufe 2 kann man auch für den Sandayu verwenden. Und hat ebenfalls einen guten Effekt. Du kannst ein Monster wählen, dessen Gegner kontrolliert, gib das gewählte Ziel auf die Hand zurück. Dieser Effekt kann nur einmal verwendet werden, solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt. Richtig unfair, damit kann man nämlich teilweise irgendwelche scheiß Synchro-Viecher, XI-Viecher oder so loswerden. Und das ist schon sehr böse, wenn dann ein einfaches Aufziehkätzchen da was versaut. Deswegen spiele ich die Karte hier drin sehr gerne. Mehr als einmal braucht man es aber nicht, weil sie halt wirklich nur so ein Produkt ist für die Hundeschule und so. So, dreimal Waschbärbaby Pompoko. Und das ist eine der beiden Key-Waschbärkarten. Die andere ist Tantan, aber Pompoko ist dann doch schon die bessere Wahl, wenn man sie gerade am Anfang zieht. Denn sie hat den Effekt, wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Monster von Typ Ungeheuer der Stufe 2 als Spezialbeschwörung von deinem Deck in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Außer Waschbärbaby Pompoko. Du kannst während des Spielzugs, in dem du diesen Effekt aktivierst, keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Außer Monster von Typ Ungeheuer, ist vollkommen egal, wenn man da nichts mehr macht. So, man macht folgendes. Man legt Pompoko, holt sich aus dem Deck Tantan, legt ihn verdeckt. In der nächsten Runde flippt man Tantan, beschwört noch ein Vieh, meinetwegen gegen ein Abfallprodukt wie Baumotter, geht dann auf Sandayu und dann macht man irgendwelche Kombis, die ich gleich noch erkläre. Und kann dann mit den Spielmarken loslegen, die ich auch ebenfalls gleich noch erkläre. Deswegen ist Pompoko eine der Keykarten im Deck. Wenn man die am Anfang zieht, kann man schon ziemlich gut eröffnen. Es reicht aber im Prinzip auch schon, einen Tantan zu ziehen und wirklich gut eröffnen zu können, weil man hat ziemlich viel Backrow. Und deswegen wird das Tantan wahrscheinlich überleben, die Runde. So, dann haben wir hier Elefon, ein Empfänger. Warum? Ganz einfach.
Man kann damit auch sehr gut Synchro machen mit den ganzen kleinen Monstern. Deswegen ist hier auch das ein oder andere Synchro-Monster drin, das ich ebenfalls gleich noch erklären werde. Elephons Effekt ist, wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du einen aus dem Spiel entfernten Monster von Typ Ungeheuer, Ungeheuerkrieger oder geflügeltes Ungeheuer der Stufe 3 oder niedriger wählen und deine Hand hinzufügen. Wenn man irgendwas mal verbannt hat oder so, kann man mit Elephon das wieder zurückholen. Aber es ist halt Hauptsache wirklich für seine Empfängerfunktion gedacht, ebenfalls Ungeheuer, und kann dementsprechend auch durch die Hundeschule gesucht werden. So, Kalamantosa, mystisches Ungeheuer des Waldes. Das holt man sich meistens mit dem Tantan, denn es hat einen wunderschönen Effekt, wenn es dadurch nämlich beschworen wird durch den Effekt, dann, also durch Tantan, dann kann es nämlich eine Karte auf dem Spielfeld wählen und es zerstören. Und das ist immer geil, weil damit macht man eigentlich immer Plus. Das ist immer ganz lustig. Ryoko, lichtverpflichteter Jäger, sollte man kennen. Aus lichtverpflichteten Decks kann aber ebenfalls als Ungeheuer sehr schön hier reinpassen. Wenn man es flippt, darf man auch ein Monster, nee, eine Karte sogar auf dem Spielfeld wählen und sie zerstören. Und man darf sogar noch drei Karten von seinem Deck auf den Friedhof legen. Wie viel Sinn das in diesem Deck macht, sei mal dahingestellt. Aber man kann es. Aber auf jeden Fall ist es halt dazu da, um Sachen zu zerstören. Und wenn man die Karte am Anfang zieht, kann man sie auch gerne mal rauslegen, ohne Probleme. Meereskoala ist ebenfalls eine dieser Karten, die man mit Hundeschule suchen kann oder auch legen kann. Einmal pro Spielzug, falls du ein anderes Monster von Typ Ungeheuer kontrollierst, kannst du die ATK eines Monsters, das dein Gegner kontrolliert, bis zur Endphase auf 0 reduzieren. Kann man eventuell für einen Kill benutzen oder um irgendwas drüber zu gehen, deswegen ist Meereskoala absolut berechtigt hier einmal drin. Waschbär Baby Tantan, wie gesagt, eine der beiden Key-Monster. Flip, beschwöre ein Monster von Typ Ungeheuer der Stufe 2 als Spezialbeschwörung von deinem Deck, außer Waschbär Baby Tantan, das ist meistens Kalamantosa, aber kann auch einer von diesen vier Monstern hier sein, also Ryoku, Meereskoala, Baumotter oder Aufziehkätzchen. Effektverschleierin, ja, sollte eigentlich klar sein, ist ebenfalls ein Empfänger und damit kann man eventuell auch nochmal Effekte vereiteln. Wobei ich es hier meistens für Synchros benutzt habe, eigentlich in letzter Zeit. Aber natürlich ist es Hauptsache eigentlich für seine Effektverschleierungsfunktion gedacht, auch wenn ich das oft zweckenteigne. Schwarzes Loch, damit kann man alle Monster auf dem Spielfeld zerstören, sollte jeder kennen, wird in fast jedem Deck gespielt, genauso wie hier. Hundeschule, ebenfalls eine der Keykarten, noch relativ neu und hat die Raccoons wirklich wieder richtig geil gemacht. Der Effekt, falls du keine Monster kontrollierst, beschwöre drei Effektmonster von Typ Ungeheuer der Stufe 2 oder niedriger mit unterschiedlichen Namen als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Ihre Effekte werden annulliert und sie werden während der Endphase zerstört. Falls du diese Karte aktivierst, kannst du für den Rest dieses Spielzugs keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Monster von Typ Ungeheuer. Damit kann man einfach sausimpel auf Sandayu gehen. Oder, ja, man bekommt halt einfach drei Monster geschenkt für eine Zauberkarte und das kippt einfach Duelle, wenn man das zieht. Wenn man schon fast tot gespielt ist, dann hat man schon mal wieder riesiges Plus und kann wieder reinkommen. Hundeschule ist dreimal absolut Pflicht im Raccoon Deck und ja, ich find's genial. Die Karte ist wirklich sehr gut. Mystischer Raumtyphun spiele ich in dem Deck anstelle von Finstere Bestechung, weil ich eh schon viele Fallenkarten drin habe und ja, Königlicher Erlass oder so und dann werden die auch weg. Mystischer Raumtyphun macht mehr Sinn. Gerade weil man mit Mystischer Raumtyphun dann ebenfalls auf so einen königlichen Erlass gehen kann zum Beispiel. Und die ganze Backdoor, die man dann hat, ist dann wenigstens nicht vergebens. Ist natürlich selten, dass das eintrifft, aber man kann auch andere Sachen mit Mystischer Raumtyphun zerhauen, besonders irgendwelche random verdeckten Karten, die der Gegner gerade gesetzt hat. Richtig nervig, wenn der Gegner die dann verliert, also für den Gegner nervig. Und dementsprechend ist Mystischer Raumtyphun eigentlich ganz geil, dreimal auch hier drin. Buch des Mondes. Ja, spielt man auch in vielen Decks. Man kann ein Monster wählen auf dem Spielfeld und es wieder in eine verdeckte Verteidigungsposition bringen. Ist hier besonders geil wegen Tantan, weil man den dann wiederverwenden kann oder auch wegen Ryko. Und man kann damit natürlich auch Angriffe abwehren, Effekte quasi unterbinden, EC-Beschwörungen verhindern, etc., was man halt mit Buch des Mondes so machen kann. Dann haben wir Horn des Phantomungeheuers. Ebenfalls eine coole Karte. Wähle ein Monster von dem Ungeheuer oder Ungeheuerkrieger, das du kontrollierst, rüste das gewählte Ziel mit dieser Karte aus. Es erhält 800 ATK. Wenn das ausgerüstete Ziel ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, ziehe eine Karte. Richtig cooler Effekt. Damit kann man nämlich erstens die Angriffspunkte eurer Monster steigern, die eh nicht so viel Angriff haben, bis zu den Spielmarken, die ich gleich noch erkläre, und die Spielmarken an sich werden dann noch stärker. Dann haben wir Bodenlose Fallgrube, eine von den vier Fallenkarten, die immer gespielt werden. Spiegelkraft spiele ich hier einmal und zweimal Dimensionsgefängnis, weil es ja für mich mehr Sinn gemacht hat. Ist wie gesagt immer eure Sache. Ihr könnt genauso gut auch zweimal Spiegelkraft und einmal Dimensionsgefängnis nehmen. Ich habe mich hier einfach dafür entschieden.
Dann haben wir die Ausbruchswiedergeburt, zahle 2000 Lifepoints und bete dann ein Monster in deinem Friedhof, beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung in die oft verdeckte Verteidigungsposition. Richtig overpowered in dem Deck, damit kann man sich nämlich die ganze Zeit Tantan oder Ryko holen und damit die ganze Taktik wieder aufleben lassen. Dementsprechend gehört diese Karte auf jeden Fall zweimal mindestens rein, man kann sie vielleicht sogar dreimal spielen. Reißender Tribut, ebenfalls eine von den vier Keulenkarten, genauso wie Zwangsabwehrungsgerät. Und die teuflische Kette dreimal, weil sie einfach absolut geil ist und weil Backrow in dem Spiel einfach wichtig ist. Und ja, in dem Deck gerade auch, weil man halt so Sachen mit Tantan beschützen will. Und wenn dann gefährliche Effektmonster kommen, teuflische Kette, die können nicht mehr angreifen, ihre Effekte nicht mehr aktivieren, die sind nutzlos. Und ihr könnt quasi eure Effekte abziehen, wie ihr sie wollt. Außerdem könnt ihr damit noch über Monster drüber gehen, die nicht durch Kampf zerstört werden könnten, was in dem Deck vielleicht eine Schwäche wäre. Aber mit teuflische Kette könnt ihr das machen und dann können die Spielmarken auch darüber gehen. Wie genau das funktioniert, erkläre ich wie gesagt gleich. Ernste Warnung ebenfalls eine von den vier Fallenkarten. Also bodenlose, ernste Warnung, Eisenattribut und Zwangsvergebungsgerät. So, dann kommen wir zum sehr, sehr wichtigen Extra-Deck in dem Deck. Wieder 15 Karten drin, nämlich einmal Sternschaft-Funkendrache, Schwarzer Rosendrache, Mechanisches, Insektron, Amales, Hüter der Grenzen, Verbündeter der Gerechtigkeit, Katastor, Waffe aus der Waffenkammer, Nebelvogel Clausolas, Betäubende Magierin, der Gusto Phönix, Nummer 64, Ronin Waschbär Sandayu, dreimal. Einmal Herold des reinen Lichts und dann noch Gashigashi Kantetsu und Nummer 96, Finsterer Nebel. So, wir haben hier Sternschaft Funkendrache, ist ein sehr gutes Level 8x Synchro. Wenn ich nur einen Level 8 Synchro spiele, spiele ich eigentlich immer das, weil das das Beste ist und es am leichtesten einzusetzen ist, einfach mal so. Dann haben wir hier noch Schwarzer Rosendrache. Absoluter Feldnuke, gehört ins Deck rein, wie ich finde, und macht sich auch immer bezahlt. Dann haben wir Mechanisches Insektron, hat einen interessanten Effekt. Wenn diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, in diesem Spielzug kann diese Karte weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Zusätzlich erhält sie keinen Schaden, das Vieh liegt erstmal unter 2500 ATK, damit kann man über vieles drüber gehen. Dann haben wir Amades, Hüter der Grenzen, wenn die angreift oder angegriffen wird, kann der Gegner halt bis zum Ende des Damage selbst keine Karten oder Effekte aktivieren, damit kann man auch über viele Sachen drüber gehen und muss keine Angst vor Backrow haben. Dann haben wir Verbündeter der Gerechtigkeit, Katastor. Damit kann man über jedes Monster drüber gehen, was nicht Finsternis ist, und ja, warum sollte man das nicht machen? Wenn man Level 5 Synchros ins Deck tut, muss auf jeden Fall ein Katastor und ein Amades dabei sein. Und das ist ja auch der Fall. Waffe aus der Waffenkammer, das beste Level 4 Synchro. Und dann haben wir noch hier Nebelvogel Clausolas. Einmal pro Spielzug, du kannst ein offenes Monster wählen, das der Gegner kontrolliert. Seine ATK werden zu 0 und falls sie das werden, werden seine Effekte annulliert. Ebenfalls, um über Sachen drüber zu gehen. Und hat sogar noch 2300 Verteidigung. Für Stufe 3 absolut legitim. Wird sogar am meisten beschworen von den ganzen Monstern, weil man da einfach mit Effektverschleierin und irgendeinem Level 2 Ungeheuer auf Clausolas gehen kann. Die Waffe aus der Waffenkammer ist ebenfalls ganz praktisch für die Spielmarken, die dann wieder ihre Angriff steigern, die ich gleich erklären werde. Die betäubende Magierin, während deiner Main-Phase 2 kannst du diese Karte auch als XC-Beschwörung beschwören, indem du ein XC-Monster des Rangs 3 oder niedriger, das du kontrollierst, als XC-Material verwendest, anders ebenfalls zu XC-Material, wenn diese Karte, ja okay, wird auch zu Material, kann man für verschwendete XC-Monster nutzen, wie zum Beispiel der Gusto Phönix, um die dann noch ein bisschen stärker zu machen. Ist halt so eine Drauflegkarte, die man einfach spielen kann, aber nicht muss. Dann haben wir der Gusto Phönix, kann zweimal angreifen in jeder Battlephase, wird hier oft beschworen, weil man halt oft auf Stufe 2 kommt, aber am meisten wird folgende Karte beschworen, das ist die absolute Keykarte im Deck. Die macht das Spiel, nämlich Nummer 64, Ronin Waschbär Sandayu. Richtig geile Karte. Effekt, einmal pro Spielzug, du kannst ein XC-Material von dieser Karte abhängen, beschwöre ein Kagemusha Waschbär-Spielmarke. Typ Ungeheuer, Erde, Stufe 1, ATK 0, DF 0. Als Spezialbeschwörung. Wenn sie beschworen wird, werden ihre ATK gleich den aktuellen ATK des Monsters auf dem Spielfeld, das die höchsten ATK hat. Bei Gleichstand bestimmst du eins. Solange du ein anderes Monster von dem Ungeheuer kontrollierst, kann diese Karte weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Cool ist, wenn ihr zwei Sandarios habt, schützen die sich gegenseitig, aber das viel wichtigere ist, ihr könnt damit die Spielmarken erschaffen, die das Spielfeld regieren. Und dadurch gibt es unendlich viele Kombis im Deck, die ich dann gleich im Anschluss noch erkläre. Aber erstmal zu den drei weiteren Xyz-Monster, nämlich Herold des reinen Lichts. Du kannst ein XC-Material von dieser Karte abhängen und dann ein Monster in deinem Friedhof wählen, füge es deiner Hand hinzu
mische eine Karte von deiner Hand ins Deck. Du kannst den Effekt von Herald des Reinlichts in einem pro Spielzeug verwenden. Damit kann man diese Sachen wie Tantan recyceln. Gashi Gashi Gantetsu, ja, ist halt zur Verteidigung gut. Normale Stufe 2 XC, was man immer spielt. Und Nummer 96, Finsterer Nebel, ebenfalls Stufe 2 XC, was man oft nutzt. Einfacher Spielzug während des Spielzugs eines beliebigen Spielers. Wenn ein Angriff mit dieser Karte auf einem Monster deines Gegners deklariert wird, du kannst ein XC-Material von dieser Karte abhängen. Halbiere die ATK des Monsters deines Gegners und diese Karte hält so viele ATK. Damit kann man über sehr viel drüber gehen und das ist dann quasi dreimal unzerstörbar. Und der Gegner macht natürlich auch immer Kampfschaden, also bekommt den. So, jetzt aber zu den wichtigen Spielmarken. Das wirklich Wichtigste im Deck ist, dass ihr wirklich viele Spielmarken habt. Ihr macht immer so früh wie möglich den Sandayu, dann macht ihr eine Spielmarke, die so stark ist wie das beste Monster. Wenn ihr zum Beispiel gerade einen niederträchtigen Cyber-Enddrachen beim Gegner seht oder so, der hat 4000 ATK, dann macht ihr Sandayu und eure Spielmarke hat auch 4000. Dann könnt ihr so Sachen machen wie Horn des Phantomengeheuers und eure Spielmarke hat dann noch mehr ATK und kann dann über sein Monster drüber gehen und dann seid ihr die Feldherrscher. Wenn ihr erstmal die Feldherrschaft habt mit den Spielmarken, seid ihr fast unaufhaltsam. Die ganze Backrow schützt euch vor gegnerischen Angriffen und so und ihr könnt dann einfach mit den Spielmarken reinpreschen. Und es ist so geil, weil viele Karten einfach mit den mit diesen Spielmarken zusammenarbeiten, wie halt das Horn oder auch die Waffe aus der Waffenkammer oder auch der Baumotter. Damit kann man einfach so viel Angriff erreichen. Das ist richtig böse. Ich sehe gerade, ich habe hier noch die Geisteraustreibung, die ist für die schlechtesten Karten in Yu-Gi-Oh! Eventuell gedacht. Ja, und deswegen, das ist wirklich das Wichtigste im Deck. Wenn ihr das beherrscht mit den Spielmarken, die ihr oft auf dem Spielfeld bekommt, klar, die werden oft zerstört, aber ihr könnt zwei machen pro Sandayu, ihr habt drei Sandayus. Und dann sind die sogar noch ziemlich unzerstörbar, wenn ihr zwei Sandayus habt. Damit habt ihr eine riesige Felddominanz und wenn ihr dann noch über Monster drüber gehen könnt, vom Gegner mit verschiedensten Sachen hier, die ihr aus irgendwelchen Gründen nicht mit euren Spielmarken überwinden könnt, dann habt ihr das Spiel meistens gewonnen. Mit teuflischer Kette könnt ihr dann noch so Scheißviecher umnocken, die irgendwie unzerstörbar sind. Deswegen ist sie hier auch drin. Und im Prinzip war es das auch schon. Das ist quasi das Grundgerüst des Decks. Ich zeige dir nochmal ein mögliches Side-Deck, was ich mal zum Spaß gemacht hatte. Ja, ich will es jetzt nicht weiter erklären. Das ist so Staple. Nichts Besonderes. Na, schon das ein oder andere recht Besondere dabei. Aber, wie gesagt, Side-Decks gibt es in meinen Deck-Profiles nicht dazu. Normalerweise, die müsst ihr euch selber ausdenken. Die Deckliste findet sich in der Videobeschreibung. Plus ein Gameplay mit dem Deck. Also, ich weiß nicht, ob ich ein Replay nehme oder eine Let's Play-Folge, werden wir dann sehen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Deck-Profile, denn viel mehr gibt es über die Waschbären gar nicht zu sagen. Sie sind eine der besten Deck-Themen, machen riesigen Spaß zu spielen und haben verdammt viel Angriffspotenzial, was man denen vielleicht gar nicht zutrauen mag.